Sehr geehrtes Publikum, heute melde ich mich mit einem ernsten Thema aus dem Homeoffice. Als ich in den letzten Tagen in die Stadt spaziert bin, ist mir aufgefallen, dass Plakate, die in Darmstadt aufgehängt wurden, um an die Opfer des Anschlags von Hanau zu gedenken, von Unmenschen verunstaltet wurden. Ich möchte jetzt an der Stelle als allererstes einmal, so wie wir das auch nach unseren Aufführungen getan haben, die Namen der Opfer dieses Anschlags verlesen. So gut ich das kann. Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Said Nesar Al-Hashemi, Mercedes Kirpac, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Poan, Fatih Saraçoğlu. Gleichzeitig kann man in diesen Tagen Artikel darüber lesen, die diskutieren, ob der Täter nicht mehr ein verschwörungstheoretisches als ein rechtsextremistisches Gedankengut in sich getragen hat. Ich glaube, dass diese Überlegungen ein weiterer Versuch sind, den Rechtsextremismus, den Rechtsterrorismus in Deutschland zu verharmlosen und die Allgegenwart von rechtem Gedankengut, auch und gerade im Internet. Der Zusammenhang zwischen Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus ist sehr fließend. Wenn ein Goebbels-Imitator in den Reihen unserer deutschen Politiker von einer 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur spricht, dann liegt dem ja auch eine Verschwörungstheorie zugrunde, nämlich die, dass das arme deutsche Volk kleingehalten und verleumdet werden soll von irgendeiner intellektuellen Elite. Das ist nicht wahr. Erinnerungsarbeit ist dazu da, an die Gräuel des Holocaust zu erinnern und ein neues Auschwitz zu verhindern. Erinnerungsarbeit ist dazu da, Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus zu verhindern. Wie schlecht das zurzeit funktioniert, sehen wir ja auch daran, wenn ein Goebbels-Imitator Höcke davon reden kann, man müsse Menschen aus unserer Gesellschaft ausschwitzen und wir alle wissen, was er damit meint. Normalerweise ist es unsere Aufgabe, mit künstlerischen Mitteln auf diese Gesellschaftsbeobachtungen zu reagieren. Da sind uns zurzeit die Hände gebunden, deswegen wende ich mich auf diesem Weg an Sie. Und da es nun mal unsere Kernkompetenz ist, uns mit Texten auseinanderzusetzen, möchte ich Ihnen jetzt zum Abschluss einen Text vorlesen von Adorno, der schon in den 60er Jahren darüber geredet hat, dass die Bedingungen, die Auschwitz, die den Nationalsozialismus ermöglicht haben, nicht verschwunden sind. Dieser Text sollte uns auch heute als Warnung dienen. Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher anderen voran, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen, noch zu sollen. Ich kann nicht verstehen, dass man mit ihr bis heute so wenig sich abgegeben hat. Sie zu begründen hätte etwas Ungeheuerliches angesichts des Ungeheuerlichen, das sich zutrug. Dass man aber die Forderung und was sie an Fragen aufwirft, so wenig sich bewusst macht, zeugt, dass das Ungeheuerliche nicht in die Menschen eingedrungen ist. Symptom dessen, dass die Möglichkeit der Wiederholung, was den Bewusstseins- und Unbewusstseinsstand der Menschen anlangt, fortbesteht. Jede Debatte über Erziehungsideale ist nichtig und gleichgültig diesem einen gegenüber, dass Auschwitz nicht sich wiederhole. Es war die Barbarei, gegen die alle Erziehung geht. Man spricht vom drohenden Rückfall in die Barbarei, aber er droht nicht, sondern Auschwitz war er. Barbarei besteht fort, solange die Bedingungen, die jenen Rückfall zeitigten, wesentlich fortdauern. Das ist das ganze Grauen.
Vielen Dank. Bleiben Sie wachsam. Bleiben Sie gesund.